Grüezi, mein Name ist Franco Bonutto. Es freut mich, dass Sie Interesse haben an dem Vortrag. Ich gebe Ihnen das Gebäudemanagementsystem SCK Cockpit vom Sportzentrum Kerenzenberg vorstellen. Das Gebäudemanagementsystem ist eine zentrale Ausgangslage, damit der Betrieb, die Abläufe effizient betreuen und einerseits die Energieeffizienz sichergestellt ist. Die Anlage ist sehr umfangreich. Sie beinhaltet über 125'000 Quadratmeter. Es ist unabdingbar, dass man jederzeit einen Überblick hat, was abgeht auf dieser Anlage. Schlussendlich sind über 750 Räume, die man betreuen muss. Und die Anlage muss sich jederzeit melden, wenn irgendetwas nicht stimmt, wenn man eine Störung hat oder wie gesagt, der Sollwert nicht mehr in der Toleranz ist. Wir haben eine relativ grosse Anforderungsliste, die wir realisiert haben von dieser Anlage. Wir können in dieser Präsentation lediglich die Punkte Energieeffizienz mit dem Schwergewicht Beleuchtungssanierung und als logische Konsequenz das Energiemonitoring. Die Ausgangslage von dem Projekt war die Energiesanierung von der Beleuchtung. Wir haben 7 Sporthallen, wo wir die Lichtsanierungen müssen machen, respektive zusätzlich noch ein Hallenbad. Das Wichtige daran war, dass wir die bestehenden Leuchten aufgerüstet haben und nicht den Weg gewählt haben, dass wir neue Leuchten hineinmachen. Mit dem haben wir sicherstellen, dass wir die Decken nicht anpassen mussten, respektive viel Geld für ballwurfsichere Leuchten auszugeben. Soweit ist es nichts Spezielles, wenn man das einfach auf LED umrüstet. Weil das ist mittlerweile eine anerkannte Technologie. Was in diesem Projekt speziell ist, und auch der Grund, weshalb ich da bin, ist, weil wir die neue Technologie jetzt eben mit einer intelligenten Regelung und Steuerung ergänzen tun. In der bedarfsgerechten Sporthallenbeleuchtung sind wichtige Komponenten, die zum Einsatz kommen. Wir haben auf der einen Seite den zentralen Punkt, das Hotelreservationssystem, wo da der gesamte Ablauf im Sportzentrum gesteuert wird. Jeder Gast wird dort erfasst und jede Ressourcen werden dort innen auch zugeteilt. Und dort raus wird dann eine Logik gespeisen. Wir haben dort Eisbär SCADA, wo man dann entscheidet, anhand der Buchung, ob wir 500 Lux für Wettkampfbedingungen produzieren oder 300 Lux für Trainingsumgebung. Das ist ein wesentlicher Unterschied, da kommen wir später noch mal drauf zurück. Diese Schnittstelle, das ist soweit einzigartig, wo bereits schon verschiedene internationale Berichte darüber geschrieben worden sind. Auf jeden Fall der Regler, der gibt das, der Wert weiter, der Sollwert am Lichtregler. Was da passiert ist, wir warten dann schlussendlich auf externe Signale. Wir schalten das Licht manuell einschalten. Es könnte ja sein, dass jemand die gebuchte Halle gar nicht braucht, beansprucht, weil das Wetter geändert hat, draußen trainiert oder irgendetwas. Das heisst, wenn man einschaltet, kommt man das bestellte Licht über zu den Konditionen, die man damit hat, trainieren oder Wettkampf. Jetzt ist es so, wichtig ist aber auch zu ausschalten. Meistens vergisst man das Licht auszuschalten, nicht einzuschalten. Mit dem wird die Präsenz erfasst. Wenn niemand mehr um ist, wird das Licht ausgeschaltet. In der Regel ist aber der wichtige Punkt, dass wir die Helligkeitserfassung haben. Mit der Helligkeitserfassung können wir so sicherstellen, dass wir nur so viel Licht produzieren wie nötig. Das heisst, wir können den Tagesablauf berücksichtigen, das natürliche Licht in dem Sinn abgleichen. Wir sehen am Schluss an dem Bild, wie sich das präsentiert. Wir haben grosse Fronten und mit dem haben wir natürlich das Optimale, indem wir das Tageslicht da dazu beiziehen können. Das war dann schlussendlich wichtig für die Bauherrschaft. Stimmt das überhaupt, was wir hier planen? Und aus dem Grund haben wir dann eine Aufzeichnung gemacht von dem Lastgang, von dieser Halle. Wir haben die Halle 2 getrennt. Wir haben die Faltwand runtergelassen, wir haben die Trennwand runtergelassen. Mit dem haben wir dann die eine Hallenhälfte auf 300 Lux Trainingsbedingungen eingeschaltet und die andere Hälfte 500 Lux unter Wettkampfbedingungen. Und da sehen wir jetzt grundsätzlich 4 verschiedene Kurven. Die oberste, das ist die der Stromverbrauch mit Leuchtstoff, den wir früher hatten.
Dann haben wir die technische Verbesserung gemacht auf LED. Und da sind wir knapp die Hälfte Energieeinsparung, was eigentlich gang und gäbe ist. Und jetzt kommt das eben das Interessante, wo man sieht, wir haben von diesen zwei Kurven, die blaue Kurve, die zeigt den Lastgang in Wettkampfbedingungen an und die grüne, die Unterkurve, in Trainingsbedingungen. Das sind immerhin sind das 20% Energieeinsparung zwischen Training und Wettkampfbedingungen. Und mit dem leitet sich eigentlich ab, was es sinnvoll ist, das zu unterscheiden, ob man Training oder Wettkampf betreiben tut. Üblicherweise wird auf Hall auf Wettkampfbedingungen ausgelegt, Beleuchtung. Und aber 80% davon wird sie aber unter Trainingsbedingungen gebraucht. Das ist eigentlich eine Vergütung von Geld und Energie. Was aber interessant ist in dem Zusammenhang, ist eben auch noch die Lebensdauer von der LED-Beleuchtung, die wir mit dem erhöht, weil wir die Leuchten, die ganze Beleuchtung, selten voll aussteuern. Und das spricht natürlich für eine Verlängerung von der Lebensdauer. Wir haben einen Wert von 80% avisiert, den wir einsparen können, vorher, nachher. Und wir haben das übertroffen, wir sind auf 84% gekommen. Und das Interessante daran ist, es hat ein Planer eine Diplomarbeit geschrieben über das Projekt, Diplomarbeit Technik, Energie und Umwelt, und hat seiner Diplomarbeit dann den Wert bestätigt. Also von dem her sind wir auf dem richtigen Weg, dass wir das auch können einhalten können, was wir der Bauherrschaft versprochen haben. Ja, und jetzt wollen wir natürlich zeigen, wie das Ganze bedient werden kann. Das Bedienungssystem, das Cockpit, das hat jeder im Hosensack drin. Jeder Mitarbeiter hat so ein Teil. Da kann er einfach das vorholen, was er braucht. Und da sind wir in der Sporthalle 2 und wir machen doch gerade noch geschwind Licht und da sieht man, dass, wie das funktioniert. Was wir jetzt aber auf dieser Folie sehen, ist die zwei Hallen. Eine ist mit Wettkampfbedingungen eingeschaltet, die andere ist unter Trainingsbedingungen. Und am Regler, nebenan sehen wir, wie der Wettkampfteil der Regler höher steht und der Trainingsteil tiefer. Und mit dem haben wir eigentlich jetzt über die Visualisierung den Beweis erbracht, dass weniger Licht muss produziert werden unter Trainingsbedingungen. Als logische Konsequenz, wenn man Energieeffizienzmaßnahmen umsetzt, muss man auch sicherstellen, dass die eingehalten werden können. Und dann kommt natürlich das Energiemonitoring zum Zug. Mit dem Energiemonitoring gibt es Lösungen zwischen Himmel und Hölle. Es gibt so Sachen mit Hunderten von Zählern, die man da ablesen kann. Das ist nicht das, was wir wollen. Weil wir haben das Personal, verschiedene Aufgaben wahrnimmt. Wir haben nicht nur Fachleute, wir haben nicht nur Informatiker da in dem Betriebsunterhalt. Und wir haben auch eine Lösung müssen suchen, die nicht so aussieht, mit vielen Zählern, sondern wo jeder kann interpretieren kann. Da haben wir sogenannte Energieflussdiagramm. Genau genommen nennt sich das Senke-Diagramm gewählt. Was wir mit dem machen, ist, mit diesen Pfeilen, die wir hier sehen, je breiter die Pfeile werden, umso mehr Energie fließt durch den Pfad. Das heisst, mit dem Schweinblick zu erkennen, wo geht wie viel Energie hin. Was aber auch schön ist zu erkennen, mit diesen Pfeilen sieht man, wie der Trend ist. Wird jetzt plötzlich mehr Energie verbraucht, wird gleich bleiben oder weniger. Wenn wir jetzt unten rechts hinklicken, dann kommen wir auf die nächste Seite und dort sehen wir den Bereich Messungen von dem Provisorium. Da haben wir bereits den Detaillierungsgrad, wo man eigentlich auf Minuten zu jeder Zeit schauen kann, wann ist wann was gelaufen. Die Energieverbrüche werden natürlich auch aufgezeichnet, indem man dann anschliessend sämtliche Auswertungen mit Excel oder sonstigen Werkzeugen machen kann. Ja, und jetzt kommen eigentlich die wichtigen Erkenntnisse. Wir haben natürlich ein paar Erkenntnisse gemacht in diesem Projekt. Wir haben aber festgestellt, relativ schnell, dass ein grosser Unterschied ist, ob die Bauherrschaft die Anlage selber betreiben will oder ob sie die später veräussern will. Wenn man sie selber betreibt, dann kommt natürlich die Nachhaltigkeit zum Zug. Und das ist manchmal schwierig, dass die Bauherrschaft das realisiert. Nachhaltigkeit ist wichtiger als der ursprüngliche Projektkosten. Und das ist bei diesem Projekt ganz speziell gewesen, dass auf Nachhaltigkeit geschaut worden ist.
Und wir haben festgestellt, dass wir bereits nach 3,5 Jahren Return on Investment haben, wenn wir nur die Lichtsanierung gemacht hätten, ohne Regulierung. Mit der Regulierung, mit der ganzen Installation rumherum, sind wir bei 6,5 Jahren. Und das Hochbauamt tut ja 20 Jahre rechnen mit einer so einer Anlage. Und in 20 Jahren haben wir einen 6-stelligen Betrag, den wir allein mit dem Licht in den Sporthalle 2 einsparen. Was aber auch eine sehr wichtige Erkenntnis ist und dem auch eine Empfehlung, bevor man Fachplaner engagiert, ist es sehr, sehr wichtig, dass man ein Pflichtenheft macht, das über sämtliche Gewerke, also über Strom, über Heizung, über Lüftung, über Kühlung und so weiter. Und dann erst, dass es einen Auftrag gibt, mit dem kann man das Ganze nachhaltiger machen, man kann Doppelspurigkeiten vermeiden und mit dem auch Kosten einsparen. Und jetzt auch noch ein persönlicher Hinweis. Das, was wir bis jetzt gemacht haben, was wir Ihnen jetzt präsentiert haben, das sind alles Standardkomponenten, die man aus dem Grosshandel, Elektro-Grosshandel beziehen kann. Das ist nicht selber entwickelt, das ist keine Raketentechnologie dahinter. Das ist geradeaus Komponenten, einfach geschickt und intelligent miteinander verbunden. Zum Schluss möchte ich mich noch beim Hochbauamt vom Kanton Zürich herzlich für den super Auftrag bedanken. Es hat sehr Spass gemacht, mit den neuesten Technologien die Energieeffizienzmassnahmen umzusetzen. Auch herzlichen Dank an die Betriebsleitung des Sportzentrums, die auch auf Nachhaltigkeit gesetzt hat und das Projekt dauernd unterstützt hat. Aber auch ein Dankeschön an die Energiefachstelle vom Kanton Glarus, die das Projekt mit Fördergeldern unterstützt hat, wo die Gesuche auch sehr schnell bearbeitet haben. Wir werden das nächste Jahr wiederum Führungen machen. Kommen Sie doch vorbei. Wir führen das Projekt jeweils im Detail vorführen. Mit den anschliessenden Workshops melden Sie sich anmelden unter www.sck.ch. Danke vielmals fürs Zuhören.